Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Artikelserie zum Thema Digitaltechnik. Heute soll es um den Aufbau einer Antivalenzschaltung gehen. Also ich habe beim letzten Mal ja schon die XOR-Schaltung, die Antivalenzschaltung vorgestellt. Und du solltest ja mal zu Hause an deinem Logiflash-System eine Antivalenzschaltung einmal aufbauen mit und oder und nicht Gliedern. Und wir schauen uns das mal an am Logiflash-System, wie man sowas machen kann. Eine XOR-Schaltung funktioniert also so, dass der Ausgang dann auf 1 geschaltet wird, wenn eine der beiden Eingänge gleich 1 ist. Also wir schalten mal unsere beiden Eingänge auf, nehmen hier wieder zwei Buttons und wir möchten dann am Ausgang eine 1 haben, wenn eine der beiden Eingänge gleich 1 sind. Das heißt, entweder ist der gleich 1 und der gleich 0 oder der obere ist 0 und der untere ist 1. Das heißt, wir können das wieder mit einem UND-Gatter machen. Und wir möchten dann eine 1 haben, wenn beispielsweise hier oben eine 1 ausgegeben wird und hier unten eine 0 ausgegeben wird. Unser UND-Gatter gibt aber nur dann eine 1 aus, wenn die beiden Eingänge gleich 1 sind. Das heißt, wir müssen aus dieser 0 hier unten eine 1 für dieses UND-Gatter machen. Und das machen wir wieder mit dem Inverter und schalten den beispielsweise hier vor. Und dann können wir die Sachen miteinander verbinden. Das heißt, wir schalten diesen Schalter direkt auf das UND-Gatter und den zweiten Schalter halt eben über diesen Inverter. Und um das Ergebnis zu überprüfen, schalten wir oben eine Lampe auf und verbinden das entsprechend. So. Und wir möchten dann eine 1 haben, wenn hier oben eine 1 anliegt und unten eine 0. Und genau das ist der Fall, weil wir diese 0 des unteren Schalters hier invertieren, sodass in dem Fall dieses UND-Gatter zwei Einsen am Eingang erhält. Ja, und umgekehrt möchten wir das genauso machen. Das heißt, wir bauen nochmal ein UND-Gatter hier unten ein. So machen wir das. Und dort möchten wir letztendlich eine 1 bekommen, wenn der untere Schalter auf 1 geschaltet ist und der obere auf 0. Das heißt, wir schalten den unteren direkt auf das UND-Gatter. Die Steuerungstaste nicht vergessen. Und die obere, den oberen Anschluss, den müssen wir wieder über einen Inverter schalten. Das heißt, wir nehmen wieder einen Inverter, schalten den da vor und verbinden auch hier dieses Signal mit dem Inverter und nehmen wir eine Lampe zur Überprüfung und schalten auch die Lampe zum Ausgang. Und da möchten wir eine 1 haben, wenn der untere gleich 1 ist und der obere gleich 0. Klappt also auch. Und unser XOR-Glied soll dann eine 1 ausgeben, wenn entweder hier oben eine 1 anliegt oder hier unten oder meinetwegen auch bei beiden, aber bei beiden kann nicht sein, weil entweder habe ich die Kombination, dass hier unten eine 1 ist, oben eine 0 oder entsprechend umgekehrt. Das heißt, wir müssten die beiden Ausgänge mit einem oder verknüpfen. Das machen wir hier mal und der ist zu viel. So, schaltet den darauf, schaltet den darauf. Gucken wir das Ergebnis wieder mit einer Lampe an. Und die Schaltung funktioniert soweit. Das heißt, entweder habe ich oben eine 1 und unten eine 0, dann habe ich am Ausgang eine 1, oder ich habe oben eine 0 und unten eine 1, dann habe ich am Ausgang eine 1. Und in den beiden anderen Fällen, also wenn beide Schaltungen gleich 1 sind, habe ich am Ausgang eine 0, und wenn beide Schaltungen gleich 0 sind, habe ich am Ausgang auch eine 0. Das heißt, so kann man ein XOR-Glied realisieren.